So, junger Mann. Was? Hast du die Baseball-Relikte, um die ich dich gebeten habe? Relikte? Ja. Ich habe alles da. Dein Mut gefällt mir. Lass mich mal sehen. Oh, dieser Baseball ist echt irre. Die Bälle wurden von den Spielern signiert und den Kindern der im Spiel getöteten Gegner gegeben. Oh, schau dir die Karte an. Siehst du die Zahlen auf der Rückseite? Das sind die Gegner, die von den Spielern zu Tode geprügelt wurden. Oh, schau dir das Leder auf diesem Handschuh an. Die besten Spieler haben damit Kugeln gefangen. Echt wahr? Das ist alles auf der Liste. Danke. Was mich angeht, gehörst du ab jetzt zu den größten Baseball-Sammlern. Was mich angeht, bist du der größte Vollidiot hier. Hey, Mo. Du bist der beste Baseball-Sammler, den ich seit langem kennengelernt habe. Danke nochmal, dass du mir diese Relikte beschafft hast. Und kaufst du heute ein Schlagholz? Nee, danke. Heute nicht. Dann hör auf, Platz in meinem Laden zu belegen. Hey, bin gleich wieder da. Wo gehst du hin? Danke. Endlich kann ich. Ja, wir folgen Piper mal. Ich glaube, sie will quatschen oder Nudeln essen oder sonst was. Also Preston hat sich nicht abgemeldet, der hat einfach gemacht und getan. Und der hat leichte Verwirrungsprobleme. Entschuldigung, eine Frage. Sag mal, bist du besorgt über die mögliche Infiltration der herrschenden Elite von Diamond City durch Synths? Ja, Piper, bin ich. Aber deine lausige Zeitung kaufe ich trotzdem nicht. Oh, also, danke. Oder so. Das sind harte Worte, ja. Und was macht sie jetzt noch? Was immer es ist, ich will nichts damit zu tun haben. Wie sie alle Leute hier abklappert. Ja, jetzt ist sie wieder bei uns. Ja, dann. Freedom Trail willkommen, würde ich sagen. Der Weg zur Freiheit, das geht, denke ich mal, nach Norden statt nach Süden, oder? Gar keine Questmarkierung. Folge dem Freedom Trail. Wirklich keine Questmarkierung? Das würde mich wundern. Wir haben auch Vault 81 verzeichnet bekommen. Da könnten wir natürlich auch einfach mal hingehen. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal nach Hardware Town. Auf jeden Fall mal raus aus der Stadt hier. Vielleicht kriegen wir eine Questmarkierung. Falls nicht, finde ich das auch ganz cool. Weil ich bin gar nicht so ein Fan von Questmarkierungen, damit man gesagt bekommt, direkt wo man hin muss. Also, das kann so ganz gut werden. So, wir haben tatsächlich keine Questmarkierung, das heißt, da war es doch schon. Wir folgen mal auf der Karte nach Richtung Vault 81 und werden dann Vault 81 mal richtig hart in den Arsch plündern. Ja, wunderbar ausgedrückt, oder? Ja, wir wollen uns die Sachen von Vault 81 so ein bisschen aneignen. Am besten alles. Holy shit. Wow. Ja, die Dinger zu treffen ist echt Cancer. Das ist mir zu klein, das Ziel. Da bin ich ganz ehrlich. Auf Wiedersehen. Piper macht den Rest. Blutkäferrüssel. Ja, wir müssen anscheinend auf die andere Seite des Sees, um zu der Wall zu gelangen. Oder sogar noch ein Stück weiter. Aber wir sind natürlich bereit, alle Gefahren auf uns zu nehmen, um an Vault Loot zu kommen. Da kann ja alles Mögliche drin sein. Vor allem, wenn da krasse Experimente drin gemacht wurden. Die Waffe ist echt scheiße für Gegner, wenn man öfter schießen muss. Deswegen wechseln wir gerade mal auf die Flinte, die im Nahkampf ein bisschen freundlicher zu bedienen sein sollte. Aua. Ah. Ja, gut reagiert. Ja, ich hätte mal ein bisschen eher Stimpaks nehmen sollen. Mir ist gerade auch ganz spät eingefallen. Gehe ich jetzt ins Menü oder nutze ich mal wieder einen Hotkey, obwohl ich mir schon vor Ewigkeiten Hotkeys gesetzt habe. Die Überlegung, dass ich mal wieder Hotkeys benutzen könnte, war dann doch zu lang. Aber da fällt mir nämlich direkt ein, wir haben gerade keinerlei Waffen-Hotkeys. Und das möchte ich schon gern ändern. Das ist die Automatikpistole. Die nehmen wir auch mal, nur für den Fall, dass wir das Ding hier benutzen wollen. Ich meine, wir haben eigentlich eine bessere, deswegen, nur für den Fall. Aber was wir machen können ist, unsere schöne kleine Megaknarre aufladen.
und sicher gehen, dass wir alle Gegner hier in der Gegend mit einem einzigen Schuss legen. Denn dafür ist diese Waffe, denke ich, konzipiert worden. Ich liebe den Einschussbetrieb dieses Dings. Und da unten müssten eigentlich die Viecher sein. Wenn nicht, ist mir das auch Latte. Ja doch, da unten sind sie. So, ich stehe auf Vorsicht. Das Ding sucht mich. Hat mich gefunden. Piper, kümmerst du dich drum? Ja, Piper macht minimalen Schaden. Wirklich minimalen Schaden. Und ich möchte sicher gehen, dass ich den Schuss nicht falsch setze. Wobei, sie geht voll ab, ja? So, das war mir jetzt zu aufregend. Ich musste einfach intervenieren. Ach komm, scheiß auf das Ding. Ja, wir gehen mal weiter. Hier oben in den Hügeln scheint die Vault zu sein. Ist ja eh ein beliebtes Vault-Versteck in Hügeln. Würde mich nicht wundern, wenn hier Raider sind, wenn ich... Obwohl, das sieht eher aus wie eine Siedlung. Uns wurde ja auch gesagt, die Leute bei Vault 81 wären ganz nett, aber kann ja auch eine böse Falle sein. Wir sehen uns jedenfalls erstmal vorsichtig um. Das ist wahr, Piper. Ein Bett, darin könnten wir uns erstmal gesund schlafen. Allerdings sind wir noch recht gesund, deswegen warum die Zeit verschwenden. Ja, der Loot ist ja... Hält sich in Grenzen. Wir haben auf jeden Fall jede Menge Pilze, die wir nicht einsammeln können, die ich wahrscheinlich aber auch nicht essen würde. Vor allem nicht Pilze so einfach essen, ist eh immer so ein Ding. Also man hört ja die wildesten Stories, man sollte schon Pilzexperte sein, um Pilze pflücken zu können und essen zu können. Ja, die Leute hier scheinen wirklich aktiv. Also, was heißt aktiv? Die Leute hier scheinen wirklich am Leben zu sein. Wir gehen mal rein und hoffen, dass wir jetzt nicht den krassesten Ärger unseres Lebens bekommen, weil wir die Vault öffnen. Stehen bleiben. Vault 81 Sicherheitsdienst. Ich weiß nicht, wo du den funktionstüchtigen Pip-Boy her hast. Erklärung bitte. Ja, Vault 111. Ich habe ihn aus Vault 111. Vault 111? Noch nie davon gehört. Und was führt dich hierher nach 81? Ich bin auf der Durchreise. Ich bin auf der Durchreise. Ich wollte mich nur umsehen. Wirklich? Und das soll ich dir glauben? Oh, Aufseher. Wer ist das, Edwards? Ein Reisender aus dem Commonwealth. Keiner von unseren normalen Händlern. Nun, wenn jemand rein will, kann er es sich verdienen. So wie jeder andere auch. Dann übernehme ich jetzt das Reden. Tut mir leid, Offizier Edwards hat nur seine Pflicht getan. Ich bin mir sicher, dass du unsere Vorsicht verstehst. Neuankömmlingen schlagen wir gern ein Tauschgeschäft vor. Du hilfst uns, wir helfen dir. Einem Vault-Bewohner helfen? Ja, das wird wahrscheinlich nicht klappen. Ich brauche Infos. Vielleicht. Ich brauche mehr Informationen. Verständlich. Fusionskerne. Genauer gesagt 3 Stück. Wenn du die Fusionskerne holst, lassen wir dich rein. Easy. Ja, ich hab sie. Ich habe die Fusionskerne schon, die ihr braucht. Wirklich? Dann würde ich sagen, herzlich willkommen. Ich komm runter und wir treffen uns am Eingang. Ja, dann sichern wir uns mal den Eintritt zu Vault 81. Sprich mit Aufseher McNamara, das können wir gerne tun. Ich denke, hier wird nichts ausgefahren, deswegen müssen wir zu Fuß hier rüber. Meine Leute arbeiten seit Wochen doppelt. Sie brauchen eine Pause. Alle arbeiten gerade sehr hart, Kerl. Denkst du, das weiß ich nicht? Gib einfach dein Bestes. Das ist alles, worum ich dich bitte. Gut, ich sehe, was ich tun kann. Aber wir wissen beide, dass wir nicht ewig so weitermachen können. Tut mir leid, aber wie du bald sehen wirst, haben wir einige Wartungsprojekte am Laufen. Gwen McNamara, Aufseher, willkommen in Vault 81. Wir sind stolz, dass wir den Vault in den letzten beiden Jahrhunderten am Laufen halten konnten. Wir wären gern ganz unabhängig, aber es gibt gewisse Ressourcen, die wir nicht selber bereitstellen können. Was für Ressourcen wäre ganz interessant? Ja, warum die Isolation? Warum bleibt ihr denn so isoliert? Warum nicht? Wir haben ein warmes Bett, saubere Kleidung, ein festes Dach über dem Kopf. Essen und Trinken sind frei von Strahlung. Wir geben uns nicht mit den Elementen oder den Raidern ab.
Hier sind wir sicher und für manche zählen nur Sicherheit und Stabilität. Ich bin froh sein, dass euer Wasserschiff noch funktioniert. Seid ihr nicht neugierig auf die Welt? Bist du nicht neugierig auf das Commonwealth und was es zu bieten hat? Natürlich, aber ich bin diesen Leuten verpflichtet und sorge für ihre Sicherheit. Einige ausgewählte Händler versorgen uns häufig genug, um informiert zu sein. Deshalb gefällt mir das mit dem Geben und Nehmen. Wenn uns Fremde helfen wollen, helfen wir auch ihnen. Apropos, wenn du willst, kann ich dir diese Fusionskerne abnehmen. Nein. Ja, wir sagen mal natürlich. Natürlich, hier sind sie. Danke. Dr. Penske wird sich sehr darüber freuen. Jetzt habe ich aber zu tun. Und was ist mit seiner Begleitung hier? Ich erlaube es, der Sicherheitsdienst ist sowieso schon wachsam. Wenn er lange im Commonwealth gelebt hat, hat er sich seine Freunde sicher gut ausgesucht. Wenn du noch was brauchst, findest du mich in meinem Büro. Naja, lange im Commonwealth gelebt ist jetzt so eine Sache. Auf jeden Fall haben wir jetzt endlich das Level Up für den weiteren Punkt Charisma, den ich schon seit Ewigkeiten haben wollte. Der nächste Punkt geht dann erstmal in den lokalen Anführer, damit wir es ein bisschen einfacher haben, unser Zeug auszubauen. Und dann skillen wir ein bisschen mehr auf Intelligenz, denn ich würde gerne, wo ist es denn? Nee. Müssen wir wohl doch nicht. Ich habe mich verguckt. Der Skill, den ich nicht haben wollte, ist nicht da drin. Aber das hier finde ich gerade interessant. Aber wir können Roboter einschalten, später zum Angriff aufstacheln und dann Roboter instruieren, genau wie Begleiter, also Tierbegleiter. Machst du keinen Ärger. Nein, mache ich nicht. Wir reden mal mit Edwards. Hi. Jetzt, da du es hier reingeschafft hast, werden wir dich im Auge behalten. Tu uns also einen Gefallen und benimm dich. Na gut. Ja, nächster Gesprächsweg. Wir sehen uns mal ein bisschen hier um. Beeindruckend. Ja, so bin ich, ne? Was machst du denn hier oben? Wow. Ashes, wo willst du hin? Ash! Ja, weg ist sie. Verdammt, das wird Aaron nicht gefallen. Pass auf, was du tust. Pass auf dich auf, Futter, Mann. Geh zu Maria in der Cafeteria. Ja, wir dürfen nicht so viel Zeug hier mitnehmen, aber ist verständlich, ne? Ja, wir gucken mal, dass wir weiter in die Vault reinkommen und uns hier ein bisschen umsehen. Ja, ist wieder so ein versteckter Laderaum hier. Hallo. Kann doch nicht so lange dauern. Jetzt sind wir da. Juhu. Die Vault und das Aufseherbüro. Ja, wenn es hier mal nicht einen Wackelkopf oder so gibt. Bist du wirklich aus dem Commonwealth? Ja, bin ich. Ja, das bin ich. Wusste ich's doch. Hey, ich kann dir den Vault zeigen, wenn du magst. Kostet nur 5 Kronkorken. Ja, mach's umsonst. Klar. Aber ich zahle dir nichts dafür. Wenn du so knickrig bist, kannst du es vergessen. Find dich ruhig allein zurecht. Ja, 5 Kronkorken. Weißt du, was der für einen Scheiß damit kauft? Geh dann mal raus. Musst nicht auf mich warten. Schon wieder? Aber ich brauche hier deine Hilfe. Ja, das scheint der Laden hier zu sein. Alexis Kombis und Hold Kombis. Oh, du bist also der Neue. Ich hab schon gehört, dass wir jemanden in den Bau gelassen haben. Wie lange hast du vor, hier zu bleiben? Ehemann und Vater geworden? Warum? Warum interessiert dich das? Ich stelle hier die Fragen. Ich wohne hier. Ich habe ein Recht, das zu wissen. Nee, das geht dich nichts an. Das hat er mit dem Aufseher zu klären. Das geht dich nichts an. Ja, du mich auch. Wir hier in 81 können uns um uns selber kümmern. Wir müssen nicht jeden Reisenden reinlassen, der sich zu uns verirrt. Nee, tut mir leid, wenn du so eine Zicke bist, aber ich schulde dir keine Rechtschaffenheit. Hallo, Alexis. Entschuldigung. Unser Besuch aus dem Commonwealth. Willkommen im Versorgungslager und entschuldige die Unordnung. Geh mir nicht auf den Keks, Alex. Ich habe einfach keine Zeit zum Aufräumen. Ja, ist mir gar nicht aufgefallen. Ist mir nicht mal aufgefallen. Danke, sehr höflich. Lass es mich wissen, wenn ich dir mit etwas helfen kann. Ich habe hier von allem ein wenig rumliegen. Wenn man mit Sachen zu tun hat, die über 200 Jahre alt sind, ertrinkt man recht schnell in Arbeit. Es gibt Tage, da würde man am liebsten gar nicht erst aufstehen. Aber das interessiert dich sicher nicht. Möchtest du dir mein Angebot vielleicht mal ansehen? Ja, sehr gerne sogar. Aber arbeitest du allein? Führst du den Laden hier allein? Naja, es gibt da noch meinen Mann Holt. Aber den findet man nie, wenn man ihn mal braucht. Im Ernst, die Katze ist mir eine größere Hilfe als er. Klingt ein wenig verlässlich. Hört sich nicht sonderlich zuverlässig an. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also hast du was du nicht mehr brauchst? Oder bist du nur zum Plaudern hier? Ja, wir gucken mal, was sie hat. Ich würde vielleicht was kaufen oder verkaufen. Toll, ich habe hier alles Mögliche rumliegen. Wie sie sich freut. Oh, sie hat eine ganze Menge Munition und ein 5-Pfund-Gewicht, ganz, ganz wichtig. Aber das gibt Blei. Blei haben wir bis jetzt nicht bekommen. Die Automatikpistole werde ich weggeben.
Weil brauchen wir nicht. Stattdessen. Ja, weiß ich nicht, was hast du sonst noch? Wächter des Aufsehers. Die ist echt teuer. Ja, das ist eine Schrotflinte, die mit 45er schießt. Oder vertue ich mich hier? Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Holy shit. Ja, nur auch sehr teuer. Deswegen lassen wir das mal. Ja, wir geben mal die Hose mit Träger noch ab. Und jede Menge Aufseherzeug. Holy shit. 10% reduzierte Aktionspunkte im VATS. Das klingt gar nicht so schlecht. Reduziert den Schaden beim Stehen und sich nicht bewegen um 15. Erhöht die Laufgeschwindigkeit des Trägers um 10. Das klingt echt OP. Ja, sie hat ganz interessante Sachen, finde ich. Ja, wir wollen mal für 32 Kronkorken. Ja, machen wir so. Ein bisschen Muni haben, weil ist ein schöner Tauschwert. So. Hau ab. Wollen wir mal sehen, wen wir noch so haben. Calvin. Nicht alles für ein paar brandneue Voltec Markenersatzteile geben. Hallo. Hi Calvin. Tut mir leid, Neuer. Hab im Moment kaum Zeit zum Reden. Oh ja, erstmal eine Kippe, ne? Ja, ich beeile mich. Ich beeile mich. Versprochen. Ha, das werden wir ja sehen. Wie kann ich dir helfen? Ja, die Vault zerfällt. Ihr wohnt hier seit über 200 Jahren. Klar, dass die Wohnqualität langsam nachlässt. Dass die Wohnqualität nachlässt? Du bist wohl einer dieser politisch korrekten Leute. Der alte 81 hier ist ein echtes Wrack. War eine Weile grundsolide. Immer einfach zu warten. Aber in den letzten paar Jahren ist echt den Bach runtergegangen, der alte Bunker. Das verschleißt auch jede Menge Werkzeug. Wenn du also welches übrig hast, würde ich es mehr als gerne nehmen. Abgemacht. Ja, erstmal wie viel? Wie viel bezahlst du? Würde sagen, 15 Kronkorken pro Werkzeug. Mehr erlaubt Aufseher McNamara nicht. Aber ich nehme so viele du bringst. Das klingt besser als der Preis für Stahl. Abgemacht. Ja, wir sind im Geschäft. Super. Eine Sache weniger, wegen der ich dem Aufseher auf die Nerven gehen muss. Wie dem auch sei, während ich hier rumlabere, wartet die Arbeit. Tut mir leid, dass ich nicht länger Zeit zum Reden habe. Aber die Arbeit ruft. Immerhin stehe ich dir dann nicht im Weg rum. Ja, ist das schon mal gut. Und zweitens haben wir einen Deal. Also, wenn ich mal Werkzeugüberfluss habe, den haben wir jetzt nicht, dann weiß ich, wo ich loswerde. Forsyth möchte dich sehen, wenn du kurz Zeit hast. Okay, dann gehen wir doch mal. Das ist ein Radio. Weg damit. Das kannst du nicht einfach mit. Uns einfach nicht. Wir schauen uns nur um. Kann ich mich irgendwie entschuldigen? Verdammt, wieso kann das hier drüben? Diese Situation ist so lächerlich. Ja, ich spule mal eben wieder vor, bis wir wieder hier sind. Da sind wir wieder im Büro. Machen diesmal wirklich das Radio aus und klauen nicht wieder eine Patrone und pöbeln den ganzen Vault damit auf. Ja, wir gucken noch mal, ob der Aufseher noch was für uns hat. Entschuldigung, Aufseher McNamara. Sieh dich ruhig in Ruhe um. Du hast zu allen Bereichen Zutritt. Das war's? Na gut. Ja, sie ist mir auch wieder ein bisschen sehr ruhig. Ja, wir sollen ja noch mal nach McNamara sehen. Und das ist wahrscheinlich ihr Wohnbereich. Ja. Okay. Sieht interessant aus. Ihr Badezimmer, Mantets, ja, die braucht man manchmal als Aufseher, glaube ich. Kann ich verstehen. Sehe ich nicht als der Junkie an wie die Professoren. Wer bin ich überhaupt zu richten? Ich meine, letztendlich ist es mir egal, ich richte, wenn ich richten will. Das sieht aus wie eine Vorratskammer und man muss sagen, es sieht alles viel mehr nach Fallout 1 aus. Gerade die ganzen Kisten und so. Früher sah das ganz schön anders aus. Bist du wirklich aus dem Commonwealth? Mister? Hey, Mister! Nee. Ja, wir gucken mal. Hier gibt's wahrscheinlich Garderobe. Danke, Horatio. Ah, ein Friseur. Einfach himmlisch. Und ich dachte schon, ich schaffe es nie mehr hierher, bei meinen Arbeitszeiten. Ah, aber es hat doch geklappt. Und jetzt siehst du rundum erfrischt aus. Und vergiss nicht, in ein paar Monaten möchte ich dich wiedersehen. Jetzt zisch ab und geh dich ausruhen. Kann dir nichts versprechen. Nett. Ja, wir können eine Gesichtstätowierung jetzt nehmen. Super. Lass
aber ich werde es versuchen. Ah, ich hatte gehofft, dass du vorbeischaust. Ich weiß aus Erfahrung, dass das Commonwealth gnadenlos zur Frisur ist. Also, Lust auf einen Haarschnitt? Na, mehr zum Quatschen. Warst du draußen? Du warst schon einmal außerhalb des Walls? Ich bin in Quincy geboren und aufgewachsen. Meine Mutter, sie ruhe in Frieden, war Ärztin. Kannst dir ja ihr Gesicht vorstellen, als ich ihr sagte, dass ich lieber Haare schneiden, als Leute zusammenflicken will. Aber genug von mir geredet. Was machen wir mit deinen Haaren? Nix. Kein Interesse. Na gut. Aber komm wieder, wenn du es dir anders überlegst. Ja, wir werden es uns überlegen, ob wir es anders überlegen. Wir sehen uns jetzt jedenfalls erstmal weiter um. Hydroponics. Eine Farm. Das schlägt sich echt gut. Dr. Penske. Sehr wenig Verfärbung. Starke Zellstruktur. Die Setzlinge können bald schon umgepflanzt werden. Man müsste erproben, wie sie auf Strahlung reagiert. Jo. Rede doch mit mir, du Bitch. Ah, du bist perfekt geeignet. Na, geht doch. Ich suche nach einer freiwilligen Versuchsperson, die diese neue Obstsorte probiert, die ich gezüchtet habe. Ach, und ich soll das machen? Ja, warum? Warum? Es geht um eine neue Sorte Mutabeere, die ich gerade gezüchtet habe. Sie sollte nahrhaft sein und Strahlenvergiftung heilen. Aber ich brauche eine Testperson, die sie probiert. Noch so ein Moira Brown-Typ. Ja, erzähl mir erstmal von dir. Erzähl mir doch ein bisschen über dich. Über mich? Ich bin Biologin und Hydrokulturgärtnerin des Walls. Alles, was du hier siehst, habe ich angebaut. Einschließlich dieser neuen Frucht, die ich gerade gezüchtet habe. Aber ich brauche jemanden, der sie probiert. Sicher, dass ich dich nicht überreden kann? Ist du es? Warum probierst du sie nicht selber? Für die Wissenschaft? Nein, nein, nein. Ein Wissenschaftler muss ein unabhängiger Beobachter sein. Und außerdem, was, wenn es mich umbringt? Mir wäre es lieber, wenn du sie probierst. Ihr wäre es lieber, wenn es mich umbringt. Ich verstehe schon. Ja, erstmal gefährlich. Ist das gefährlich? Naja, es hat wohl alles seine Risiken. Aber dafür gibt es ja das Sanitätszentrum. Ich finde sie unsympathisch. Echt. Ach, zum Teufel. Ich probiere es. Hervorragend. Sag mir einfach, wie es schmeckt und wie du dich danach fühlst. Wo habe ich denn nur den Geigerzähler hingelegt? Mutabeere hinzugefügt. Ja, wir haben schon mal Mutabeeren ins Inventar bekommen. Würde mich nicht wundern, wenn das nicht die einzige ist. Aber das ist die besondere Mutabeere wohl. Nu? Dürfte ich kurz mal, Dr. Penske? Hast du die Frucht probiert? Und? Wie war sie? Ja, wir fragen erstmal, ist das dein Lebenswerk? Das hier ist also dein Lebenswerk. Nur ein kleiner Teil davon. Ich hoffe, Nahrungssorten entwickeln zu können, die resistent gegen Strahlung sind. Was bringt schon frisches Gemüse, wenn es immer von seiner Umgebung verstrahlt wird? Diese spezielle Sorte Mutabeere sollte sich gut schlagen. Aber ich war mir nicht sicher, wie sich die Hybridisierung auf Geschmack und Textur auswirken würde. Ja, wir sagen mal, die war gut. Sie war gut. Keine negativen Nebenwirkungen. Wusste ich's doch. Ein echter Fortschritt. Ich muss sofort eine neue Charge pflanzen. Da du mir so sehr geholfen hast, kannst du mir vielleicht noch anderweitig helfen. Oh Gott. Weißt du, ich brauche diese Pflanzen für meine Studien und sie benötigen spezielle Nährstoffe. Besonders die Karotten. Wenn du im Commonwealth nach Dünger Ausschau halten könntest, würde ich dich nur zu gerne für deine Mühen entlohnen. Wie viel? Wie viel bezahlst du? Ich gebe dir 25 Kronkorken. Festpreis. Ich weiß, dass sie von draußen gerne feilscht, aber da war ich noch nie gut drin. Ah, ja, vielleicht. Vielleicht. Mal sehen. Halt einfach die Augen offen. Ich kann immer Dünger gebrauchen. Wenn du mir also ein oder zwei Beutel bringst, kaufe ich sie dir gerne ab. Was sind schon 25 Kronkorken? Ich denke nicht, dass das wird. Aber wir klauen auf jeden Fall ihr Zeug hier, weil können wir woanders anpflanzen. Deswegen nehmen wir das mal mit. Anscheinend ist eine Charge gleich eine Frucht, deswegen ein bisschen wenig. Aber wird sich wundern, wenn sie sich umdreht. Wenn du Handel treiben möchtest, solltest du ins Versorgungszentrum. Ja, das ist das Bewohnungscenter, also die Schlafräume. Was ist das denn für ein Scheißklo? Man kann nicht draus trinken. Nicht mal in der Vault, wo alles in Ordnung ist. Das ist die Bar. Offenbar hat Alexis Aaron eins versprochen und ich weiß doch, wie ungern du die Kleinen enttäuscht. Marcus William Somerset, glaub bloß nicht, dass du so schlau bist. Diese Törtchen sind für Calvin und seine Jungs. Niemand hat im Moment was Süßes mehr verdient als sie. Hey, sag du das, Aaron. Das bricht der Kleinen das Herz. Ich wusste gar nicht, dass meine Frau so kaltherzig ist. Mark im Ernst. Nach über 40 Jahren Ehe kannst du dich glücklich schätzen, dass du noch lebst. Wieder ein neues Gesicht im Vault, was?
Was brauchen wir denn dieses Mal, mein Junge? Ja, hallo. Zurück, Opa. Wie bitte? Ja, Fusionskerne. Ich habe Aufseher McNamara ein paar Fusionskerne gegeben. Fusionskerne? Ha. Wohl für Hightech-Kram. Mir wäre eine Kiste Mutabeeren lieber gewesen. Die Leute hier sind zurzeit ein wenig überarbeitet. Ein paar von ihnen geben Aufseher McNamara die Schuld. Aber Gwenny kann nichts dafür. Das arme Mädchen ist nur zur falschen Zeit in der falschen Position gelandet.